Also Freunde, wir müssen so viele Kerzen wie möglich mit der Nase auspusten. Der Verlierer muss in den Phönixsee. Boah, warte, Bilder, was? Gott weiß, was hat er sagen. Ja, aber kein Hai! Oder Jungs, ich bin so heim. Ich mach's. Lass dir mal ausreden. Lass mich mal ausreden, Mann. Nur das mal 1000 Euro mal teilen. Warte mal, du hast gesagt, heute machst du ein Intro mit deiner Dinges, auf deine Art und Weise. Yalla, mach. Ladies and Gentlemen, welcome to the new Challenge Alfata Video. Wir sind hier heute mit Special Guest Sammy. Yunus ist auch dabei. Yunus hat mir vor dem Video gesagt, ich soll meine Stimme ein bisschen lauter erhöhen, weil ich manchmal ein bisschen leise rede. War vom Ton her gut, weil ich bin manchmal leiser. Aber das ändern wir heute. Denn wir sind bei der neuen Folge Challenge seit Feier! Junge, Alter, die Oma kommt doch gleich wieder runter. Wo ist deine? Die kommt gleich wieder runter, bei Gott sogar. Hey. Die nächste Frage wäre natürlich, warum ist so ein Sammy gerade hier links von uns am Tisch? Was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Was ist für ein Intro, Digga? Okay, warte, ich mach nochmal. Yo, was geht ab, Leute? Sammy ist wieder am Start. Der Typ mit dem Übergang, Jungs. Ihr müsst mich scheitern. Aber mittlerweile ist er ein bisschen besser. Also Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Challenge Sein Vater, you know what it is. Wir machen ohne Kraft jetzt. Also Freunde, heute mit einer neuen Challenge. Der Bruder Sammy ist am Start. John hat versucht das Intro zu machen, hat aber verkackt. Aber alles gut, kein Problem, er hat es versucht. So Freunde, was wir heute machen werden, zeigen wir euch jetzt. Da müssen wir einfach die Kerzen zeigen, ich will gar nicht diese ganzen Filme machen. So meine Lieben, was ihr gerade seht, sind hier ca. 160 Kerzen. Das? Die wir gleich alle anzünden werden. Und das Spiel läuft folgendermaßen. Wir müssen mit der Nase die Kerzen so krass anpusten, dass sie ausgehen. Das heißt, die ganzen Kerzen werden gleich auf jeden Fall angemacht. Und wir müssen gucken, wie viele Kerzen wir innerhalb von 30 Sekunden mit der Nase auspusten. Und meine Damen und Herren, die Bestrafung! Was war das hier? Sag mal bitte. Ja, das war ein bisschen, damit was die Leute auch so unnötig, ne? So unnötig gewesen. Oder ich mach das für unseren Kanal, damit die Leute mehr mitfühlen. Hast du gesehen, was er macht? Ja, sei ehrlich, habt ihr mehr mitgefühlt jetzt? Weil er dir mitgefühlt, weil du jetzt wow gemacht hast. Ja, normal. Also, die Bestrafung, meine Herren, Damen und Herren, ist Phönixsee. Phönixsee, sagt euch was? Phönixsee. Der Verlierer von uns muss in den Phönixsee baden gehen. Aber man muss sagen, der muss auch ein bisschen rein, ne? Der muss rein, ja. Machen mit volles Programm, mit Flossen, dies, das. Du musst, wenn du verlierst auf jeden Fall, von einer Bahn von da bis da. Weil weißt du, was in diesen Dingen ist? In diesem Moment kommt da so ein Hai raus, Wanda. Das ey Junge, jetzt hast du schon wieder verkackt. Ich hast du schon wieder verkackt. Die Leute denken, wir sind dumm hier bei Challenge Sein Vater. Bei die jetzt sagt ein Hai aus einem Bad, aus einem Seebad. Ein See, Digga, ein selbstgemachter. Boah, Walla, Bilder, was? Gott weiß, was da drin ist. Ja, aber kein Hai! Also, Freunde, wir müssen so viele Kerzen wie möglich mit der Nase auspusten. Der Verlierer muss in den Phönixsee. Phönixsee ist in Dortmund, kennt sehr viele von euch. Da müssen wir gleich auf jeden Fall eine Bahn schwimmen. Der Verlierer, und das ist nicht Yunus Jones. So Freunde, Jordan, unser lieber Jordan wird jetzt auf jeden Fall anfangen. Ich habe extra seinen Mund zugeklebt mit Kreppband, ihr wisst Bescheid. Also Jordan, du hast 30 Sekunden Zeit, so viele Kerzen wie möglich auszupusten. Mhm. Ich muss euch sagen, hier sind 45 Grad, 50 Grad hier. Ist die alte Sauna. Ich hör bei Gott, das hat erstmal eine Stunde gedauert, bis wir die alle angemacht haben. Ich kann auch gar nicht mehr reden gerade. Okay, bist du bereit? Nur mit deiner Nase, 30 Sekunden Zeit. Bist du ready? Bist du bereit? Mhm. Mach mal Timer. Mhm. So. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, 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 ich weiß. Du weißt, was ich dran ist, ne? Ja, weißt du, guck, ne? Ey. Ich weiß, was ich Timer. 23. Sag mal 5.
4, 3, 2, 1. Fertig. Stopp. Stopp. Stabil. Du ziehst die ganze Zeit diesen Duft an, ich wurde drei. Echt? Bruder, ich bin am Fliegen, Alter. Warte mal, wir müssen gucken, wie viel du geschafft hast. Oh, Bruder, alles zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 25, 26, 27, 28, 29. 86. Boah, Bruder, Jungs, ich bin so high, ne? So, Freunde, der Jordan hat 86 Kerzen ausgepustet. 86 war das, ne? Freu dich nicht so viel. 86, Habibi! 86, Freunde, ich muss euch sagen, es ist nicht leicht, weil während man das auspustet mit der Nase, atmet man gleichzeitig diese Scheiße ein. Oder das ist nicht einfach, ne? Und auch nicht gesund. Also macht nichts so nach, weil das war CO2 oder Stickstoff. Das war CO2, ihr wisst ja. So, Freunde, nach meinem Erfolg mit 86 Kerzen mit der Nase ausgepustet, ist Yunus jetzt dran. Also ich will gar nicht so lange machen, weil die Kerzen gehen gleich so langsam und die sind schon am Versagen. Deswegen frage ich dich sofort, ob du bereit bist. Ja. Dann geht's los, auf die Plätze, fertig, los. Wie lange hat er noch? Noch 14 Sekunden. Du hast schon alles ausgepustet. Du hast noch 10 Sekunden Zeit? Alter Junge. Ich habe schon andere Sachen mit der Nase gemacht. Noch 3 Sekunden. 2, 1, stopp. Oder Alter, ja? Boah, Wallah, ich finde dich. Wallah, Wallah. Ey, oh, ich bin so nass, ne, Walla. Was ist das? Kerzenwachs. Oh, du hast mal. Junge, das ist mein 1000-Euro-Material. Ey, hier ist kein Kohlendioxid hier drin, ja? Aber ich hab auch keine Luft mehr, das ist gar nicht gut. Wie viel hab ich? Sag mal, wie viel ich hab, sag mal. Erzähl mal durch. Boah, gar keinen Bock zu zählen. Junge, sag mal, seid ihr alle behindert? Lass dir nochmal zählen, leise. 14, 26, 36, 38 hier. Ey, warte mal, rechne doch mal. 3 mal 52 plus 52 plus 156 sind das insgesamt minus also, das, ja, was minus ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 29, 30. 30 minus 100, was? Freunde, ich habe. Komm, sprich du meine Zahl aus. 126, Alter. Genau, ihr wisst ja, warum der Vater ist ja nicht umsonst auf dem Fernseher dahin. Ich sag es euch. Ich muss jetzt einfach mehr Sport machen, damit ich nicht verliere, ne? Ja, aber du bist. Ich hab 106, also ich kann schon mal nicht verlieren! Meine Damen und Herren! Ich kann nicht verlieren! So, meine verehrten Damen und Herren, wir kommen zur Runde Nummer 3. Der Sammy ist dran. Ich hab 126 gemacht, glaube ich, soweit ich weiß. Ich kann nicht mehr verlieren. Jordan hatte 86. Also Sammy, damit du nicht bestraft wirst und neben See reinspringen musst und schwimmen musst, musst du über 86 machen nur. Okay? Das machst du aber nicht. Ja, lass mal deine Filme mit ich hab Nasenprobleme. Scheiß drauf, Bruder. Das interessiert keinen hier bei den Zuschauern. Mach einfach dein Ding. Junge, bist du bereit zu verlieren? Auf die Plätze! Fertig! Los! Mach deine Hand weg! Mach doch mal, gib Gas, Junge! 15 Sekunden noch! Sammy, mach! Sie machen sich nicht durch, Junge! Was bist du denn, ja? Bist du das denn? Ah, nee! Das ist gut! 4, 3, 2, 1! Sag mal, bist du behindert? Fertig! Mach doch weiter, das Spiel geht noch weiter! Ich sag 3, 2, 1! Ja, 3, 2, 1! Ich sag Spiel! Er sagt 3, 2, 1 und dann. Fertig! Starte für ein Spiel, Digga, ja? Warte, der sagt 3, 2, 1, ich dachte, das ist jetzt fertig. Ja, warte, ich zieh. Also warte, ich würde sagen, der Sammy kriegt einen Trostpreis mit nach Hause. Weil weiß ich, warum ich voll ab, Junge! Bist du behindert, Junge? Das ist eine klare Niederlage. Erzählst du da noch? Du, Alter, ich frag mich, warum du da rumschreist. Alles wegen, ich schwör's, ich hab nur Nein, warte mal! Warte mal, er schreit dich an, dass du mehr machen sollst, ja. Obwohl du sein Gegner bist. Wo ist der Sinn? Ja, Wallah, ich hatte gewonnen. Das Ding ist, guck mal, ich mache. Lass dir mal ausreden! Lass mich mal ausreden, Mann! Ich mache, er sagt 3, 2, 1. Theoretisch ab 0 ist zu Ende. Mach doch mal deinen Wecker aus. Dafür kann ich doch nichts, Junge, der erinnert mich an 10 Jahre. Ja, eigentlich habe ich daran keine Schuld. Warum?
Ja, er sagt 3, 2, 1, ich hätte schon längst gewonnen. Ich hätte weitergemacht. Das waren 3 Sekunden, die du... Das auf... war... Ey, Junge, Bruder! Oh, ich hätte in 3 Sekunden... Ja, warte, geh mal weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 1... Komm, zieh mal noch 20 drauf. Ja, du hast 41, aber du hast eine schäbige Karte. Mach nochmal das Doppelte, hast immer noch verloren. Digga. Boah, ich hab Polypen. Warte, guck mal, wenn ich pusten will, machen will, dann kommt die ganze Puppe raus, Alter. Ich weiß den. Guck mal, im Endeffekt, den Zuschauer interessiert nicht, was du hast. Auf, die Leute auf, denken, ich bin behindert, ich schwimme in einem See, Alter. Komm, auf Polypen oder Chaspolyten oder Darboditen. Du wirst auf jeden Fall in den Seen schwimmen. Die Krönung an dem heutigen Spiel ist, wie der hier steht. Junge, gib Gas, Sammy! Ja, ich war noch in meinem weißt du, er feuert seinen Gegner. Ja, seid doch mal froh, Junge. Ich hab dich angefeuert. Ich dachte mal, egal, ab geht's jetzt nach Dortmund. Die fahren jetzt nach Dortmund zum Phoenixsee. Ich schwör's, wenn ich nächstes Mal nicht gewinne, ne? Erkennst du diesen einen Fans? Lass dir mal machen. Für die Kamera. Was denn? Weißt du, Elias hat 13 Action, machen wir so. Und dann sind wir in Dortmund am Phoenixsee. Stellt euch mal alle so hin. Ja, komm mal auf mit dem zu träumen. Wir sind hier nicht bei. Komm, ich stell dich mal. Warte, ich mach das. 3, 2, 1. Wow, wir sind jetzt in Dortmund. Dortmund, Ladies. Ja, also. Das ist Phoenixsee. Also, heute trage ich gerne die Flossen, ne? Nur mal so, by the way. Look at this. Follow me, look at this. Und Sammy muss jetzt. So motiviert, ich schwör auf meine Mutter, ne? Das ist Phoenixsee. Ja, Wallah, da sind Menschen überall, Digga, ja? Ja, wir gehen noch ehrlich, ne? Da sind Menschen überall, ne? Sammy! Wohin, ne? Lass mal hier direkt. Haben die mich doch geknallt, ne? Ich schwör's dir, Alter. Verzeih mal, schönen Ausblick. Bruder, ja, das ist doch eklig. Ich würde mal sagen, man sieht nicht mal irgendwas. Pass mal auf, der Sammy muss auf jeden Fall hier rein, bis du dieses Ding ins da? Diese Boje einmal berühren. Hast du das gesehen? Da saß ein Fisch, ich schwör auf meine Mutter, ey, da ist ein Fisch. Wallah, was denkst du, hier sind Fische? Das war Glück, Wallah. Ja, dann zieh dich doch, mal. Ja. Ich hab keine Unterhose. Ist doch egal. Ist egal. Ich hab auch keine Unterhose. Dann ziehst du das ja gleich. Vielleicht kommt die Polizeiwache von hier. Pass auf meine Sachen. Lass mich hier. Wohin der Typ? Mach dich. Nein. Mach mal fester, du. Ey, Wallah, noch nicht rein. Das ist tief. Mach mal einen Körper ran. Das sieht geil. Bruder, vertrau mir. Steh einfach hier. Du sagst, wenn du bereit bist. Steh einfach hier, Junge. Ey, ich schaff das nicht mal. Jalla! Ich hör mal zu, du musst das berühren und wiederkommen! Jalla! Nein, nicht Körper! Mach mit deinen Füßen, Bruder! Ey, mal Schmuck, Walla! Nein, das ist Silber! Warte! Ey, die Polizei kommt, Jalla, jalla! Ich kann nicht mehr, Walla! Walla? Chill! Ich hab irgendwie Sachen nicht, Walla, bevor ich reinspringe. Walla, ich dachte, der kann nicht mehr. Komm doch mal! Bevor ich wegkomme. Komm doch mal, Sammy! Ich schub dich. Ich schreibe. Hey, Junge, bist du behindert? Junes! Junes! Was machst du da? Bruder, meine Sachen, Alter! Sorry, Bruder. Das letzte Mal, wie war Sammy, komm mal raus da! Ich hochkommen soll! Helf dir mal auch, Junge! Komm mal her! Nein, hilf mir! Hör doch hoch, Junge! Junes! Ey, Junge, hör mal auf! Was machst du an meinem Bein, Junge? Hör mal auf, Jungs, ey, ich hab Angst! Was für Spaß, wie viel? Ich hab die Flosse verloren! Wo ist die Flosse? Ich weiß nicht! Ey, warum hast du die Flosse verloren, Junge? Die ist voll wichtig, Mann!
Wegen dir können wir nicht mit der Flosse drehen. Die ist da. Soll ich jetzt holen gehen oder was? Es ist arschkalt, Mann. Ey, warte. Junge, ich hab doch gewonnen! Ich hab doch gewonnen! So, hey. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sammy, gib mal check, Bruder. Wallah, du hast es gemacht wie ein Mann. Sammy, gönnt dir mal Hach. Folgt den auf Instagram. Folgt ihr. Der hat mich geknallt, Wallah. Folgt den Jordan auf jeden Fall. Jordan, das ist auf jeden Fall krass, Bruder. Das Song, ja, Bruder, ich schubst ihn so. Guck mal, ich hab Bad angeschubst, du musst dich auch schubsen. Ja, nächstes Mal gewinne ich gar nicht, brauche ich ja gar nicht mehr, ist ja unnötig. Ey, Junge, was machst du da? Ey, ich sag es! Was ein Spaß ihr seid, ja? Schau ab, Alter, tschüss. Jella, Freunde, wir sehen uns bei einer nächsten Challenge. Schreibt uns in die Kommentare, was wir als nächstes machen. Nächstes Mal werfen wir den rein. Machen sollen, ne? Mit Ansage.